Diese Waffen sind unbrauchbar, allenfalls Schrott. Kürzlich gehörten sie noch zum Arsenal der Nationalen Volksarmee. Sie sind nie in einem Krieg eingesetzt worden und es waren auch keine Kriegseinwirkungen, die den Panzern und Flugzeugen das Ende bereiteten. Diejenigen, die eben diese Waffen bislang brauchten, um Frieden zu bewahren, legen selbst Hand an. Sie zerstören die Zerstörungsmittel, weil sie dem Frieden auf neue Weise näher kommen wollen. Regimentsappell. Goldberg, April 1989. Für diese jungen Männer ist der Wehrdienst vorbei. Sie haben, wie es sich gehört, ihre Schuldigkeit getan. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn sie heute nach Hause gehen, folgen ihnen keine neuen Soldaten. Das Bataillon, in dem sie gedient haben, wurde aufgelöst. Es ist der Anfang vom Ende des Panzerregiments 8, der erste Abschnitt seiner völligen Beseitigung in Struktur und Bewaffnung. Dieser Tag ist für uns erstmal ein Ehrentag und dass wir entlassen werden. Ich meine, wir sind jetzt so froh. Ich meine, vorbereitet haben wir uns. Ich meine, Technik und alles so, oder vorbereitet zur Abrüstung. Und naja, wir freuen uns erst, dass wir entlassen werden jetzt. Das kam ja in Rundfunk und Fernsehen. Genau. Und welches Regiment das genau betraf, das kam erst eine Weile später. Und als es näher auf das uns kam. Ich habe schon wieder gehört in der aktuellen Kamera. Ja. Wurde es ja auch wieder gesagt. Heute auch wieder in Rundfunksendung. Seid ihr denn froh, dass ihr jetzt nach Hause könnt? Ja, das ist wohl jeder. Das wird wohl jeder sein an dieser Stelle. Noch sind es einseitige Maßnahmen der DDR, die hier die internationale Öffentlichkeit in Goldberg zur Kenntnis nimmt. Noch müssen die ersten Erfahrungen bei der Abrüstung gesammelt werden. Die Militärdoktrin unserer Seite orientiert auf Verteidigung. Ihr Prinzip hinsichtlich des Potenzials an kriegsfähigen Truppen und Waffen ist die Hinlänglichkeit. Keiner dieser Panzer ist veraltet. Ihre Kriegstauglichkeit ist unbestreitbar. Dennoch sind ihre Tage gezählt. Sie werden ausgesondert. Dafür zuständig ist der Regimentskommandeur. Als der Beschluss am 23. Januar dieses Jahres bekannt gegeben wurde, hat das natürlich die Gemüter in unserem Regiment bewegt. Es setzte ein Spekulieren ein, vorrangig natürlich in der Hinsicht, was wird mit mir persönlich? Denn allen war klar, wenn ein Panzerregiment abgerüstet wird, so sind das nicht nur die Panzer, sondern auch der Personalbestand. Und in Abhängigkeit von den Pflichten, die jeder Vorgesetzte zu erfüllen hat und von der Kenntnis der Lage, war mir natürlich von vornherein klar, dieser Beschluss, 6 Panzerregimenter aufzulösen, 600 Panzer abzurüsten, wird unser Regiment betreffen. Man sieht, wie das Regiment aufgelöst wird. Man hat 2,5 Jahre hier gedient als Ausbilder. So, man geht weg, Truppenfahrer wird übergeben, das ganze Regiment wird als Ausbildungsbasis genutzt. Und das ist nur wirklich, das ist kein schönes Bild, denn es fällt doch ein bisschen schwer. Und so die ganze Zeit hier mit den Freunden, Kumpels, wie erlebt hat, und dann geht man weg. Der T-55A ist ein wesentlicher Teil der Bewaffnung der Nationalen Volksarmee. Seine Zuverlässigkeit ist bekannt, seine Kampfkraft wurde vielfach erprobt. In einer Anzahl von Manövern und Übungen haben die Soldaten, die mit diesen Panzern Gefechtsaufgaben zu fahren und zu schießen hatten, beachtliche Leistungen erzielt. Allein und im Kollektiv.
Panzer gehen weg, werden verschrottet. Das ist ein Anfang und wir hoffen, dass auch von Seiten der NATO endlich ein Schritt getan wird. Ich persönlich war im ersten Moment natürlich sehr schockiert, denn mit Aufgabe meiner Tätigkeit hier im Regiment bedeutet das natürlich für mich, dort eine neue Zukunft zu suchen. Ich muss meine Kollektive aufgeben. Ich muss meine bisherige Laufbahn hier beenden. Allein im Panzerregiment Goldberg müssen 19 Berufssoldaten ihren Dienst quittieren. Andere werden sich neuen Aufgaben zuwenden. Panzer kann man aussondern, Menschen nicht. Dieser Umstrukturierungsprozess, die Einnahme der neuen Struktur und die damit verbundenen Aufgaben gehen nicht komplikationslos vonstatten. Es hat auch Auswirkungen bis hin zu den Familien, die umziehen müssen. Die Offiziere müssen teilweise auf neue Waffensysteme umgeschult werden, um diese Technik ebenfalls sehr gut zu beherrschen, um mögliche Verteidigungshandlungen aufführen zu können. Der Divisionskommandeur hat seiner Verantwortung gerecht zu werden, und die ist zweifach. Er muss konsequent abrüsten und er muss zusehen, dass sein Verband verteidigungsfähig bleibt. Unsere Militärdoktrin verlangt das. Die Entscheidung, unser Regiment abzurüsten, ist natürlich in erster Linie eine politische Entscheidung und widerspricht eigentlich bisher allen Auffassungen, den Frieden sicherer zu machen. Bisher wurde aufgerüstet, um den Frieden sicherer zu machen, aber wir als Soldaten kennen natürlich insbesondere die verheerende Wirkung moderner Waffen und begrüßen deshalb diesen Schritt aus tiefstem Herzen, auch wenn wir dabei eigentlich unmittelbar betroffen sind. Von diesen Panzern wird keiner mehr zu Gefechtshandlungen eingesetzt werden. Niemals und nirgendwo. Obwohl sie allesamt ihr Limit an Jahren und Kilometern nicht ausgeschöpft haben, sind sie inzwischen altes Eisen. Es ist tatsächlich die letzte Verladung, die präzise und verantwortungsbewusst wie immer natürlich geschieht. Einige der Panzer werden zu Ersatzteilspendern. Wenige können für die Volkswirtschaft umgebaut werden. Die meisten gehen zur Verschrottung, landen im Schmelzofen. Zum Verkauf gelangt nicht ein einziger. Für diese Panzer und die Panzersoldaten aller Dienstränge ist es die letzte Übung im Bestand. Sicherlich nimmt sie keinen besonderen Verlauf. Der Gegner ist wie üblich abstrakt, also nicht vorhanden. Die Gefechtshandlungen folgen der Kriegskunst, vieles ist Routine. Alle Soldaten zu motivieren, die Panzerbesatzungen zu Leistungen zu veranlassen, wenn man ja doch aufgelöst wird, das war allerdings das Besondere. Es war nötig zu demonstrieren, es werden kampffähige und leistungsstarke Einheiten abgerüstet. Diese Panzertruppe hat ihre letzten Übungen in diesem Sinne sehr gut abgeschlossen. Das Jagdgeschwader 7 bereitet sich auf den letzten Flugtag vor. Auf jede Stunde, die solch ein Flugzeug in der Luft ist, kommen mehrere Stunden Arbeit am Boden. Eine Angelegenheit für verlässliche Leute. Ein kleines Versäumnis kann zum Verhängnis werden. Verantwortlich für seine 5 Maschinen, der Kettentechniker. Ich muss mal sagen, die Arbeit, die wir heute machen, machen wir eigentlich jeden Tag. Und die haben wir gestern gut gemacht und die machen wir heute genauso gut. Und trotzdem, naja, es ist doch was Besonderes. Es ist was Besonderes, weil es ist morgen das letzte Mal. Es ist morgen das letzte Mal und man lässt vieles zurück. Man lässt vieles zurück und trotzdem sieht man es mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Man war 9 Jahre hier gewesen, hat seine Arbeit gut getan und jetzt sagt man,
Du musst gehen. Du musst gehen, nicht weil du deine Arbeit schlecht gemacht hast, sondern weil es im Rahmen unserer Friedenskonzeption eben wichtig für dich ist. Neues Denken verlangt auch ein neues Herangehen an die praktischen Fragen der Abrüstung. Seit ihrer Gründung ist die Nationale Volksarmee ihrem Verteidigungsauftrag verpflichtet. Doch die Abschaffung von Kampfpotenzial ist ein neuer Ausdruck ihrer Friedenskonzeption. Die Armeeangehörigen, nicht nur die der betroffenen Truppenteile, müssen sich diese Militärdoktrin zu eigen machen, sie persönlich umsetzen und damit deren Sinn verwirklichen. Meine 5 Flugzeuge, die ich täglich zur Gefechtsausbildung vorbereitet habe, die haben auch sehr viel Arbeit gekostet. Für mich, man musste sich viel einfallen lassen, man musste seine Persönlichkeit manchmal wirklich hineinstecken, damit man sagen konnte, so viel Start, so viel Landung. In wenigen Monaten wird das Geschehen an der Vorstartlinie, werden Starts und Landungen zu den Erinnerungen des Kettentechnikers gehören. Wird er längst einer neuen Arbeit Mühe und Verstand zuwenden. Zuverlässig und einsatzbereit, wie er es bei der Fliegerei gelernt hat. Für manchen Flugzeugführer ist die Laufbahn als Militärflieger beendet, auch wenn man weit mehr als 3000 Flüge hinter sich hat. Sozusagen ein erfahrener Mann ist, wie Oberstleutnant Tröger. Ja, es ist für jeden Flugzeugführer sein Beruf zu fliegen und mit jedem Flug wird eine Gefechtsaufgabe erfüllt. Ich glaube, in dem Augenblick, wo eingestiegen wird, bewegt einen der Gedanke, dass das der letzte Flug ist, nicht. Aber nach der Landung als Flugzeugführer und als gestandener Flieger nach so langer Zeit bewegt einen die Frage doch, dass das der letzte Flug war. Mancher muss, kaum dass er seinen Wunsch zu fliegen erfüllt hat, seinen Traumberuf an den Nagel hängen. Aus guten, wohlerwogenen friedenspolitischen Gründen. Also diese Gefühle, die man beim letzten Flug dann hat, sind natürlich vielerlei Art. Und also im Flug selbst ist es sehr schön, sich nochmal die Landschaft aus einem Militärflugzeug anzugucken. Auch die Landung selbst nochmal zu genießen, die ja sehr schnell geht beim Jagdflugzeug. Wenn man dann aufsetzt mit knapp 300 Stundenkilometern auf der Piste, das ist schon ein schönes Gefühl. Möchte ich Ihnen den herzlichen Glückwunsch aussprechen zur letzten Landung, der letzten Gefechtsausbildung im Jagdgeschwader 7. Danke. Mich nochmal recht herzlich bedanken für die vielen Jahre treue Pflichterfüllung und im weiteren Lebensweg alles Gute wünschen. Danke. Herr Kumpel, herzlichen Glückwunsch und zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag, diesen Dummtag. Weiterhin alles Gute. Also Tröger, auch bei mir meinen ganz persönlichen Dank für die Zeit der Leistung, Arbeit, die bei uns. Und alles Gute weiterhin. Danke. Und trotzdem immer noch eine weiche Landung. Udo, ebenfalls mein Glückwunsch für die langen Jahre und auch weiterhin vor allem bei der OSC dann. Ja, viel Erfolg. Ich hoffe, dass ich die Fähigkeiten, die ich in meinen 27 Jahren Nationale Volksarmee gelernt und die mir beigebracht worden sind, dann später auch im zivilen Bereich nutzen kann und meine Fähigkeiten weiterhin zur Verfügung stellen kann. In einer Reihe die 50 Kampfflugzeuge, die Luftstreitkräfte außer Dienst stellen und der gesamte Personalbestand des Geschwaders. Personalbestand ist das armeeeigene Wort für die Menschen, die stets verlässlich Befehlen folgten, erfolgreich außerdem. 3/4 der Flugzeugführer erreichten die höchste Leistungsklasse. Die Hälfte der Flugzeuge trägt das Q. Alle Staffeln erfüllten ihre Gefechtsaufgaben mit sehr gut. Mit dem Titel Bester Truppenteil 1989 beschließen sie die 33-jährige Geschichte ihres Jagdgeschwaders.
Wenn der Geschwaderkommandeur die Truppenfahne aus den Händen gibt, ist es nicht das Symbol einer Niederlage. Es ist ein Sieg. Der Sieg der politischen Vernunft, der hier dokumentiert wird. Genauso wie es in 6 Panzerregimentern zur gleichen Zeit geschieht. Auch im Panzerregiment Goldberg. Genosse Generalmajor, in Erfüllung des Befehls des Ministers für nationale Verteidigung zur Auflösung des Panzerregiments 8 übergebe ich Ihnen die Truppenfahne. Genosse Oberstleutnant, ich danke Ihnen und allen Angehörigen des aufgelösten Panzerregiments 8 für die treue Pflichterfüllung zum Schutze des Friedens und Sozialismus zur Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik. Meine Division hat ein Regiment weniger. Das Panzerregiment 8 wurde entsprechend dem Beschluss des Nationalen Verteidigungsrates unserer Republik aufgelöst. Damit verringerte sich die Panzerkräfte um ca. 40%. Und dennoch haben wir Aufgaben zu erfüllen zur Sicherung des Friedens und zum Schutze des Sozialismus. Und diese Aufgabe stellen wir uns täglich. Die Zerlegung der außerdienst gestellten Panzer und Flugzeuge ist eine Aufgabe, deren Erfüllung präzise und technologisch vernünftig erfolgt. Vom Menschen erdachte und fabrizierte Vernichtungskraft wird vom Menschen systematisch vernichtet. Ein Widersinn? Wenn man den letzten Flugdienst mitgemacht hat, die 442 fliegen sehen hat, dann landen. Und man weiß, dass man als Truppeninstandsetzungseinrichtung Stunden, naja, bei Jahre eigentlich schon, bei mir 15 Jahre, daran gearbeitet hat, sich Beulen geholt hat und dann wird es eigentlich mit Brechstange und Schweißbrenner zerlegt. Das ist schon ein prickelndes Gefühl, was innerlich, einerseits sagt man sich, ja, das ist richtig, Abrüstung ist richtig. Andererseits wird einem ja 15 Jahre, wenn man so will, überlegt man, war das überhaupt richtig, was man gemacht hat. Jetzt also von Arbeiten her. Es ist ein Widerspruch da, aber ich werde damit fertig und würde schon sagen, der Entschluss, das zu machen, ist erstmal begrüßenswert. Und wir machen das. Wir legen das so, wie uns die Aufgabe gestellt wird, auseinander, entsprechend den Ordnungen, die festgelegt sind, und zerschneiden diese Flugzeuge. Man gewöhnt sich an diese Aufgabe. Das ist nun mal eine Aufgabe, die erfüllt werden muss und auch zügig erfüllt werden muss. Und es lässt mir Zeit auch nach, dieses Wehtun, ja, wenn man so sagen. Es ist natürlich heutzutage eine Frage, dass man auch mit so einem kleinen Arbeiten Politik machen kann. Ja. Aus der reinen Sicht würde ich sagen, des Menschlichen, die Erde zu erhalten, den Frieden zu erhalten, ist es notwendig abzurüsten. Da gehe ich mit der Entscheidung voll mit. Das ist für mich ein ganz logischer Schritt, wenn wir uns nicht totrüsten wollen, wenn wir uns nicht irgendwann mal umbringen wollen, ist es so, wir müssen abrüsten. Und eins ist erstmal Fakt, die Flugzeuge, die wir hier abrüsten, sind keine Flugzeuge, die irgendwo rumgestanden haben oder sowas. Sie sind geflogen, man konnte es sehen am letzten Flugdienstag. Und hier die 462 ist ja das einige Beispiel, die jetzt natürlich Schrott sind, weil wir sie wirklich zerschnitten haben, aber vorher wirklich noch einsatzbereit waren. Ich muss sagen, dass ich diesen Beschluss, das sieht man an meiner Aufgabe hier, an meiner Tätigkeit, natürlich auch persönlich voll unterstütze. Ich werde auch meine ganze Kraft dahingehend anwenden, dass diese Aufgabe erfüllt wird, die ja ein Teil dieses Beschlusses ist. Und natürlich auch die Frage, wenn man das betrachtet, nicht ein Einzelfall ist, der hier geschieht, sondern dass meiner Meinung nach ein Wesensmerkmal ist, ja, von unserer Politik, dass solche
Abrüstungsinitiativen, Friedensinitiativen, Frieden schaffen, direkt jeden Einzelnen angeht und auch versucht wird, andere mitzureisen. Ja. Der anscheinende Widersinn, der darin liegt, funktionstüchtiges Kriegsgerät zu zerstören, erlangt seinen Sinn angesichts der Bedrohung, die von den zum Bersten gefüllten Waffenarsenalen der Welt ausgeht. Von den 600 Panzern, die die NVA 1989 abrüstete, wird keiner mehr ein Gefechtsfeld überqueren. Keines der 50 Flugzeuge, die die Luftstreitkräfte außer Dienst stellten, fliegt jemals wieder. 10.000 Mann wird die NVA weniger haben, um ihren Verteidigungsauftrag zu erfüllen. Mit der Reduzierung von Waffen und Soldaten vollzog sich 1989 eine einseitige Maßnahme der DDR im Rahmen des Warschauer Vertrages. Sie war mehr als eine Geste guten Willens. Die Hoffnung stärkt sich, dass dieser Beginn offen vollzogener Abrüstung Spuren freilegt für weitere Schritte in eine friedliche Welt.